Leute. So, Dula. Was geht's? Ich war eigentlich war ich im Grunde voll im Begriff, gerade mein Video-Setup aufzubauen, um ein längeres Video zu drehen. In dem Video hätte ich eine etwas aufgereizte Antwort auf jemanden gegeben, weil diese Personen, die diese Antwort hätten erhalten sollen, die haben mich etwas aufgereizt, worauf das Videokamera war. Und sie waren aufgereizt, weil ich sie scheinbar aufgereizt hätte, weil sie etwas bisschen zu persönlich genommen haben, wahrscheinlich. Und in dem Video hätte ich wahrscheinlich ein bisschen gar zurück geschossen. Und wie ich jetzt das Setup so aufbauen wollte, hat sich so ein kleines, leichtes Gefühl aufgebaut von Schwere, von Schlechtigkeit, sage ich mal. So ein Gefühl von, Alter, mach's nicht. Lass lieber bleiben, Alter. Lass einfach bleiben, Alter. Und gut ist. Und dieses Gefühl, Alter, ja, ich glaube, man nennt es Intuition. Und ich glaube, es ist ja gar nicht schlecht, dass es vielleicht so bleibt. Naja, wurde ich gerade unterbrochen von einem Pärchen, das so ein bisschen Gassi gegangen ist mit ihrem süßen Hund. Ja, kleiner Aufruf, Alter, wenn ihr so ein Gefühl habt, das wo schon präsent ist und was einfach, wie soll ich sagen, was einfach so ein subtiler Hinweis ist, dann nehmt es einfach mal wahr und lasst es nicht wegignorieren. Ich weiß, das Ego, das wo ich fatzen, Alter, aber dieses Gefühl, das war jetzt gerade einfach stärker und das ist besser so. Und stattdessen hat man gedacht, Alter, wieso stehst du nicht dann nice Campingstuhl auf und liest ein bisschen in diesem nice Buch von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Die Kunst zu einem von Ängsten und Aufregung befreiten Leben zu finden. Scherz, haha. Ja. Ich hoffe, das kann irgendjemandem mal dienlich sein, auf dieses eine Gefühl zu hören, um gar nicht erst herauszufinden, was gekommen wäre, wenn du auf dieses Gefühl nicht gehört hättest. Also, in dem Sinne, da ich sagen, Hansel rein und geht so ein bisschen außer in die Natur und lest ein Buch.